Oh shit, Freunde, wir haben die Möglichkeit 25.000 V-Bucks zu bekommen und in dem Video werde ich dir zeigen, wie genau das Ganze funktioniert. Bevor wir dazu kommen, wollte ich mich einfach nochmal bei euch bedanken für den enorm krassen Support in den letzten Tagen. Wir haben wirklich jetzt 314.000 Abonnenten, Leute, und die 300k habe ich vor circa einer Woche oder so geknackt. Also es ist enorm, was derzeit passiert auf meinem Kanal. Vielen, vielen Dank dafür, weiß ich auf jeden Fall zu schätzen. Heute war ich leider auf einem Geburtstag, okay, was heißt leider, Freunde, es hat wirklich Spaß gemacht, also ich war auf dem Geburtstag von meinem Kollegen und das Ding ist, Freunde, deswegen habe ich einfach das Gewinnspiel nicht komplett geschafft, fertig zu machen. Ich werde das Gewinnspiel am 3.7. aufnehmen, also komplett auflösen, alles wird aufgenommen, also mit Beweisen so, damit da wirklich nichts gefaked sein kann oder sowas, und am 4.7. morgens werde ich dann die Auflösung hochladen. Also, Freunde, tut mir leid, das Ganze verschiebt sich doch um einen Tag. Ich hoffe, ihr nehmt mir das Ganze nicht so übel, war halt ein bisschen kritisch, wie gesagt, Kollege hatte Geburtstag. Und das geht natürlich nun mal vor. Ihr wisst, Freunde, erst Relive, dann das andere. Und dann würde ich auch schon sagen, wir quatschen nicht lang drum rum. Starten wir doch mal direkt mit dem eigentlichen Video. Let's go. So, Freunde, Fortnite hat auf jeden Fall was richtig, richtig Krasses angekündigt. Und zwar heißt das Ganze Fortnite Blockbuster. Und zwar gibt es einen Fortnite Blockbuster Wettbewerb, was heute angekündigt worden ist. Mit diesem Wettbewerb habt ihr wirklich eine Chance auf 25.000 V-Bucks und 5 weitere Leute haben wirklich eine Chance auf 10.000 V-Bucks. Das heißt, es sind wirklich krasse Gewinne in krassen Summen, Freunde. Und jetzt sage ich euch mal, wie ihr da teilnehmen könnt und was genau ihr dafür tun müsst. Ich habe euch natürlich zu dem Ganzen den Link unten in die Videobeschreibung gepackt, das heißt, schaut da gerne mal vorbei. Ansonsten, Freunde, könnt ihr das Ganze auf der Epic Games Seite selber nochmal nachlesen. Und zwar gibt es einen, ja, ich sag mal, einen Wettbewerb, wo ihr einen Hashtag Fortnite Blockbuster Film drehen müsst. Und in diesem Film, Freunde, müsst ihr einfach etwas verfilmen. Dort soll es hauptsächlich darum gehen, es soll ein Superheldenstreifen sein, das heißt, Superhelden sollen gegeneinander kämpfen und das Ganze soll passend zur Season 4 sein. Das heißt, die Geschichte, die dahinter steckt, soll mit Season 4 zu tun haben. Und das Ganze muss auf jeden Fall in dem, sage ich jetzt mal, Kinomodus von Fortnite stattfinden. Das heißt, ihr müsst im Kinomodus das Ganze aufnehmen, müsst es dann verfilmen und am Ende habt ihr ein komplettes Video. Und das müsst ihr dann Fortnite senden. Also im Großen und Ganzen, ihr müsst einfach einen Fortnite-Film machen. Es spielt wirklich keine Rolle, was das für ein Film ist, Freunde. Hauptsache, es ist von Fortnite, es ist euer eigenes Gameplay und es ist eine gute Geschichte, die zur Season 4 gehört. Und es muss eine Superheldengeschichte sein. Und dann, Freunde, müsst ihr auf jeden Fall das Video fertig machen. Ihr dürft in diesem Video aber auch keine Audiomaterialien verwenden, die irgendwie nicht, sage ich jetzt mal, verwendet werden dürfen. Am besten macht ihr das Ganze so, dass ihr jetzt hingeht und einfach gar keine Musik einbaut. Fortnite achtet nicht darauf, ob ihr jetzt viel Musik drin habt oder nicht. Es geht einfach nur bei dem Wettbewerb darum, wer das coolste Video produziert hat. Und das Video solltet ihr dann auf YouTube hochladen. Ihr könnt den Titel natürlich so benennen, wie ihr wollt. Am besten sollte das natürlich der Filmtitel sein. Denn, Freunde, später werden Informationen kommen. Da werdet ihr machen, ah, okay, deswegen sagt Fraps, dass es wichtig ist. Auf jeden Fall solltet ihr das Ganze auf YouTube hochladen. Dann, Freunde, müsst ihr den Titel dazu schreiben und müsst in den Titel nochmal diesen Hashtag reinbauen. Das heißt, ihr müsst dort dann hingehen und müsst dann Hashtag Fortnite Blockbuster reinschreiben. Und anhand dieses Hashtags kann man euch dann leichter finden. Viele Leute werden auch danach suchen und werden dann wahrscheinlich hingehen und werden halt eure Videos bewerten. Das Ganze müsst ihr aber auch dann nochmal Epic Games separat einsenden. Auf der Seite, die ich euch unten verlinkt habe, Freunde, gibt es ein Formular, wo ihr das Ganze hinsenden könnt. Und ihr könnt das Ganze auch per Mail hinsenden, also spielt wirklich keine Rolle. Und dann, Freunde, das Krasse jetzt, und zwar, wenn ihr den Superheldenfilm gedreht habt sozusagen und er wirklich angenommen wird, dann wird dieser Film, Leute, und haltet euch fest, ohne Witz, das ist krass, der Film wird in Risky Reels abgespielt, also Risky Reels ist doch so eine riesengroße Leinwand, euer Film wird auf dieser Leinwand abgespielt für einige Tage, dann, Freunde, der Titel des Films wird auf einem Schild erscheinen bei Risky Reels, dann ist es so, dass die anderen 5 Teilnehmer und natürlich der Gewinner bekommen verschiedene Poster auf überall, also überall auf der Karte verteilt und auf diesem Poster, Freunde, ist einfach euer Film zu sehen, sage ich jetzt mal, ein Ausschnitt aus eurem Film und dann kann man halt verteilt über die Karte sowas sehen. Ich finde das auf jeden Fall richtig krass. Ich bin ehrlich, Leute, es ist eine mega coole Angelegenheit und ich meine, warum sollte man seine Chance nicht probieren? Sucht euch 2, 3 Freunde, macht einfach einen kurzen Film, es ist vollkommen egal, wie lang der geht, Hauptsache der ist über 15 Sekunden, macht was Cooles draus, eventuell, Freunde, könnt ihr das Ganze gewinnen.
Wie gesagt, das Ganze habe ich euch unten in die Videobeschreibung gepackt. Der Hauptgewinner, Freunde, wie gesagt, wird 25.000 V-Bucks bekommen. Und die 5 weiteren Finalisten, die halt in der Endphase sozusagen sind, aber dann doch nicht gewonnen haben, bekommen als Entschädigung dann 10.000 V-Bucks. Wie gesagt, Leute, probieren lohnt sich auf jeden Fall. Deswegen geht hin, probiert euer Glück, macht einen Bumper-Film, schickt den Leute einfach Epic Games. Wie gesagt, ich habe euch die ganzen Kriterien genannt. Und dann würde ich aber auch schon hier an der Stelle sagen, das soll es mit dem Video gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne mal einen Daumen da, Freunde. Vergesst nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Und dann würde ich mich jetzt hier an der Stelle verabschieden und wünsche euch allen einen angenehmen Tag. Heute Mittag wird noch ein richtig cooles Video online kommen. Da solltet ihr auch am besten vorbeischauen. Ich würde mal sagen, haut rein, geht in den Flow. Euer Fraps. Ciao.